hast mir Artikulation, bitte. Insecure Junkyard Motherfucker! Kriegst du von den Kassierern ein Lied, das hasses oder sowas? Hast du Kassierer schon mal live gesehen? Nee. Ist Pflicht, solltest du. Also YouTube-Videos, aber. Nee. Nee, musst du mal live angucken gehen. Das ist ein reiner Spaß. Jede Menge alte Penisse. Also du stehst drauf, ja? Auf jeden Fall. Ins Gesicht. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und wir sind live dabei. So. Wir spielen nur Eddie Van Halen Sachen. In deiner Hose vielleicht. Knüffel klebt ab. Willst du nochmal Teaser-Werbung machen? Haben wir das nötig? Ja. So wie es aussieht, ja. Probier. Die Teaser-Gitarre. Jetzt aktuell. Hier wird nicht gefasert, hier wird getasert. Ha? Damit gibst du dich zufrieden. Ich will meinen Kurs hören. Ja. Ja? Das war's, ne? Magst du mir mal die Cola geben? Gnade-Cola? Mir wurde gesagt, es schmeckt wie Kacke. Das schmeckt das auch leider. Hörst du eigentlich auch diese Frequenzen, sag mal? Ja, die kommen aus der. Ist eine Störgeschichte aus dem letzten Tag vom Rechner, aber die hast nur du, weil du an der Kiste hängst. Ich bin ja nicht so wichtig. Richtig. Was sind das jetzt für Mikrofone? Erzähl mal. Fangen wir hier rechts an. Ein günstiges Kondenser. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie es heißt. Studio. Ich habe es bei eBay gekauft für wenig Geld. Aber es klingt gut. Das ist das Wichtigste. Aus dem Munde eines erfahrenen Mannes. Ich muss mal drauf gucken, was draufsteht. Kann ich auch sagen, was es für ein Mikrofon ist? Ich glaube, es heißt Studio Projects B1 heißt das Ding. Ein günstiges, aber gutes Mikrofon. Es erfüllt seinen Zweck. Ganz fantastisch, muss ich sagen. Jetzt kannst du noch irgendwie deinen Daumen in die Luft halten. Daneben, Audix C2, fantastisches Tom-Mikrofon eigentlich. Geht an der Gitarre aber mindestens genauso gut. Dann, auch günstig geschossen? Nein, das habe ich nicht günstig geschossen. Das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, aber es war nicht unbedingt günstig. So, der graue Klassiker, 421 Sennheiser, geht für alles. Immer und überall, absolut. Und wenn du alles meinst, meinst du auch alles. Absolut, absolut. Klasse, gibt es seit den 60er Jahren, da kannst du alles mitmachen. Alles. Voller Trompete. Schön. Bist du das mit der Gitarre da eben. So, und jetzt der Rasierapparat. Der Rasierapparat, ein AKG C414. EB. Natürlich. Aus dem Bestand des ORFs gekauft damals. ORF? ORF. Wie bist du denn daran gekommen? Mhm. Auch ein Klassiker, auch für alles gut. Das ist mein absolutes Lieblingsmikrofon.
kann man so sagen. Das kann man so sagen. Echt? Ich dachte, der Sender wäre dein Lieblingsmikrofon. Dynamisch das, Kondenser das. Okay. Oldschool. Und jetzt über die Box. Wir nehmen ja eigentlich hauptsächlich über die Boogie auf. 1x12er. Richtig. 1x12er. Dieser Boogie. Thiele. Bassreflexbox. Drin sitzen 12er E-Voice. Der Klassiker. Ebenfalls. Das Ding. Meiner Meinung nach eine der besten Aufnahmeboxen. Absolut. Absolut top. Besseres kann euch nicht passieren. 4 Metal-Gitarre, sag ich mal. Kauft euch die Kiste. Schmeiß die bescheuerten 412er weg. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul.